Dann stelle ich euch ganz kurz Birgit von Eimeren vor, die uns jetzt in den Vormittag begleiten wird. Sie ist Leiterin Unternehmensanalyse und Medienforschung hier im Bayerischen Rundfunk und Gründerin und bis vor 2 Jahren aktives Mitglied der ARD-ZDF-Online-Studie, die wir ja auch hier durchaus konsumieren und uns auf die Podcasting-Teile auch sehr stürzen, sage ich mal. Und sie wird uns jetzt einen kleinen Kurzvortrag über Podcasting aus Sicht der BR-Medienforschung geben und uns aus ihrer Sicht mal erklären, warum Podcasts in letzter Zeit so einen Run erlebt haben und sich die Zugriffszahlen und die Begeisterung dafür in den letzten 2 bis 3 Jahren so gesteigert hat. Ihr könnt hinterher gerne viele Fragen stellen an das Publikum, das jetzt so live draußen an den Empfangsgeräten dabei ist. Wenn ihr das twittert an subscribe-de oder mit dem Hashtag subscribe8, probieren wir auch das einzusammeln und dann nochmal hier mit in die Runde reinzugeben. So, und dann auch von Eimeren vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein darf und über Podcasts sprechen kann. Das ist für mich auch eine Premiere, weil ich habe noch nie in meinem Leben bei Vorträgen über Podcasts geredet. Ja, ich habe es ja gehört, die haben ja so recht. Ich fühle mich hier über so eingekastelt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Vortrag halten dürfen oder in der Sitzung über Podcasts gesprochen und fand es dann auch ganz großartig, als Frau Grell mich angerufen hat. Und ich habe dann festgestellt, es gibt ja Menschen, die sich extrem intensiv mit Podcasts beschäftigen. Das war ja lange Zeit ein sehr unterschätztes Medium, obwohl wir halt wahnsinnige Abrufe haben. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Ich würde Ihnen gerne heute vorstellen, was wissen wir über die Nutzer von Podcasts, wie häufig podcasten die, woher kommt überhaupt dieser Run, den wir jetzt erleben, und würde Sie ein bisschen mitnehmen in die Welt der BR-Podcasts. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig, aber da würde ich Ihnen halt zeigen, wie wir versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen stärker auch für Podcasts zu begeistern, indem wir tagesaktuelle Daten bereitstellen und hoffen, dass man daraus auch gute Erkenntnisse hat. Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben Podcast hat lange Zeit ein Nischendasein geführt und jetzt reden manche Unternehmensberater, Werbeagenturen, wow, das geht ja in den Mainstream dann. Und wenn wir uns die Entwicklung der BR-Podcasts in den letzten 10 Jahren anschauen, dann stellen wir fest, die Nutzung, die Downloads haben sich verzwanzigfacht. Wir haben 2007 knapp 10 Millionen Abrufe gehabt. Jetzt 2016 schätzen wir, dass wir aus dem Jahr rausgehen mit 230 Millionen. Das wundert uns immer wieder, auch wenn viele Leute podcasten, dann sind es halt doch unglaubliche Zahlen für einen kleinen regionalen Einzelanbieter. Was sind die Ursachen? Wir haben natürlich eine steigende Internetnutzung in den letzten Jahren gehabt und wir haben vor allem, wenn Sie die ARD-ZDF-Online-Studie kennen oder vielleicht die Pressemitteilung gelesen haben. Wir haben erstmals seit Jahren wieder einen heftigen Schub gehabt an Menschen, die persönlich das Internet nutzen. 84% der Deutschsprechenden in Deutschland nutzen das Internet. Das ist ein Zuwachs von 4 Prozentpunkten. Das sind 58 Millionen Menschen. Und woher kommt der Zuwachs in den letzten Jahren? Der kommt vor allen Dingen von den älteren Menschen. Also älter in dem Fall 50 plus und gerade wenn man sich anschaut, wenn man an die 60- bis 69-Jährigen sich diese Gruppe anschaut, die hier ist 3 von 4 Menschen, sind hier inzwischen im Netz, selbst bei den über 70-Jährigen fast die Hälfte und das ist auch die einzige Gruppe, wo wir noch Wachstum sehen. Das ist eigentlich auch so eine Entwicklung super für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin jetzt, würde jetzt nicht so weit gehen wie gestern Oliver Welke, der da gesagt hat, der ZDF-Zuschauer ist 100. Bei uns sind die Zuschauer im Schnitt 50 dann, also das BR-Publikum. Aber natürlich die Nutzer
BR-Fernsehen sind da schon ein bisschen deutlich älter. Oder unsere drei gehobenen Hörfunkprogramme, die wir haben, vor allem Bayern 2, BR-Klassik, B5 aktuell vom Durchschnittsalter auch 52 bis 55 Jahre alt. Und da kommen ja auch das Gros der Podcasts her. Das ist dann super für uns, wenn wir dann sehen, aha, das sind Menschen, die auch sehr wortaffin sind, die hier immer stärker dazukommen dann. Es war in den, möchte Sie jetzt auch nicht langweilen, wenn ich jetzt aushole, aber in den, so noch vor 5 Jahren, die Offliner, das waren nicht so die ältere Dame im Altenheim, die nie mit dem PC zu tun hat, es war die Hälfte, waren auch Menschen, Bildungsbürgertum, Kunden unserer gehobenen Programme, die halt gesagt haben, naja, das ist eigentlich gegen meine Kulturauffassung im Internet, es gibt so viel anders, ich gehe ins Museum und alles Mögliche. Und dann kam die Tablet-Revolution und dann hat sich diese 40% der Offliner dann doch umentschieden und daher kommt auch dieses Wachstum. Gut, warum erleben Podcasts so einen Run? Das hat sicherlich auch sehr stark inhaltliche Gründe, aber wenn man auf die Infrastrukturebene geht, wir stellen einerseits fest, das Smartphone ist inzwischen das Gerät, das am häufigsten für den Internetzugang genutzt wird. 2/3 der Menschen nutzen das Smartphone für ein Internet. Das war früher, war das ganz früher, ist in sagen wir 8-9 Jahren, war es der stationäre PC, dann der Laptop. Und Sie sehen jetzt zum ersten Mal das Smartphone dann als Hauptzugang. Und das ist natürlich auch etwas, was den Podcast zugutekommt. Neben den mobilen Geräten ist auch ganz wichtig, dass die Unterwegsnutzung des Internets steigt. Wir haben, das muss man immer unterscheiden, es gibt eine mobile Nutzung. Das meinen wir mit mobilen Gerät. Das kann auch, die meiste mobile Nutzung war in den letzten Jahren immer im einheimischen Wohnzimmer dann. Aber die Unterwegsnutzung ist extrem gestiegen. Dann, das sehen Sie hier an der Kurve, 68% der deutschen Onliner sind unterwegs auch online dann. Und das kam natürlich auch hier durch das Smartphone. Wenn wir hier die Zahlen hochgucken, 39 Millionen sind das inzwischen. Und hier der Schub kommt vor allem auch hier in den letzten Jahren durch die Älteren, sprich die über 50-Jährigen, von denen schon 43% unterwegs sind. Wenn Sie bitte die Zahlen 2015 angucken, bei den über 50-Jährigen 28%, das ist ein gigantischer Zuwachs und da ist noch heftig Luft nach oben. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auch deutliche Steigerungen haben und hier das Wachstum kommt von den Älteren. Gut, das Bild haben Sie vielleicht mal gesehen. Was hat es für Konsequenzen, selbst in Zielgruppen hier bei der ersten Erscheinung des neuen Papstes dann, wie sich hier auch die Welt verändert. Und was ich immer sehr spannend finde, wenn man mal sich anschaut, das machen wir jedes Jahr in der ADZDF Online-Studie, wir gucken uns an, was sind eigentlich Geräte, mit denen man ins Netz geht. Und ich komme noch aus einer Zeit so in Mitte der 90er Jahre, wo man sich vorgestellt hat, es gibt eine Gerätekonvergenz, es wird alles in einem Gerät dann verschmelzen, das wird dann immer kleiner. Und was wir allerdings umgekehrt feststellen in diesen fast 20 ARD-ZDF-Online-Studien, die wir inzwischen gemacht haben, die Menschen rüsten aus, die investieren extrem in Geräte mit Internetzugang und es werden immer mehr in jedem Haushalt. Das heißt, Entschuldigung, nicht Haushalt, jede Person, die online ist, nutzt im Schnitt 3,7, knapp 4 Geräte. Ob das jetzt das Tablet ist, der Laptop, das Smartphone oder immer mehr der Fernseher, der an den Internetzugang angeschlossen ist. Das kommt uns, da meine ich jetzt uns allen, auch sehr entgegen. Nämlich, je stärker mobile Geräte genutzt werden, desto häufiger sind die Menschen im Internet
und desto länger sind sie im Netz. Also hier Verweildauer pro Tag 177 Minuten gegenüber 101 Minuten. Dann, also mein mobiles Gerät ist immer dabei und im Gegensatz zu früheren Jahren nutze ich das nicht nur zu Hause, weil es bequem ist auf der Couch, sondern habe es auch mit dabei. Ich glaube, das überrascht uns nicht wirklich. Und ich hatte ja schon gesagt, diese zunehmende Internetnutzung der Älteren ist aus vielen Gründen gut für die Öffentlich-Rechtlichen. Einmal haben wir ein starkes Internetangebot, ein starkes Podcast-Angebot, aber es hat noch einen weiteren Grund. Ältere gehen noch im Netz anders mit den Online-Angeboten um. Die haben eine starke Bindung an Offline-Marken, also die gehen da nicht unbedingt auf die Huffington Post oder sonst wo oder auf das Newsportal von Google, sondern die gehen dann auf spiegel.de oder süddeutsche.de. Sie sind stärker bei den Websites von Fernsehsendern und Tageszeitungen zu Hause und Kommunikation ist immer noch überwiegend über E-Mails. Ist, denke ich, auch ein Grund, eben doch dieser Markentransfer ins Netz, dass die Reichweiten unserer Online-Angebote, und damit meine ich nicht nur BR, sondern genauso gut könnte ich auch sagen WDR oder ZDF, dass die steigen. Was auch steigt, sind die Nutzung von AV-Anwendungen. Also je vertrauter ich mit dem Netz bin, desto stärker nutze ich Audio- und Videoangebote. Wir haben 86% der Onliner haben Erfahrung mit Video im Netz. Audio ist da immer so ein bisschen so die kleine Schwester, war bis Mitte der Nullerjahre, dann war es natürlich stärker. Aber Audio hat in den letzten 2 Jahren nochmal einen heftigen Schub bekommen, dann, dass hier mehr Menschen Audioanwendungen abrufen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist das? Denn ich hatte ja vorhin erzählt, dass Podcasts werden ja jetzt nicht nur von Rundfunkanstalten, von privaten Enthusiasten, von Musikern entdeckt, sondern es ist ein für viele Firmen auch, für viele Industriebereiche ein guter Weg, ihre Menschen, ihre Mitarbeiter dann weltweit zu erreichen, weil es eben auch so einfach ist. Und ich habe hier eine bei der Vorbereitung eine Grafik gefunden von aus den USA. Wie wird die Zeit verbracht, die Hörzeit? Das ist immer noch zum großen Teil UKW-Radio, aber Sie sehen Podcast immerhin 2% unten rechts der Hörzeit. Das ist in Deutschland wesentlich niedriger. Bei uns ist immer noch 85%, je nach Gruppe, bis 90% ist ganz klassisch UKW-Radio dann. Aber allein, dass hier Podcast auftaucht, ist schon, zeigt eben, wie relevant es ist. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was meint man überhaupt über Audionutzung? Wir haben gesehen, 72% der Menschen, der Onliner in Deutschland nutzen überhaupt Audioanwendung im Netz, da ist natürlich das klassische Live-Radio hören, dann die Podcast-Nutzung und hier höre ich jetzt mal auf, weil Radio zeitversetzt und Streamingdienste können wir uns später noch anschauen und Sie sehen die Podcast-Nutzung immer so ein bisschen vor sich hingedümpelt und wir haben uns als Mitglieder der ADZDF Multimedia Gruppe da immer gefragt, komisch, in unseren Häusern, da wachsen ja die Abrufe von Podcasts gigantisch. Sie haben sie auf der ersten Zahl gesehen. Aber die Nutzung bleibt gleich. Sind es jetzt alles Robots oder Podcatcher oder was ist denn das? Also wir konnten es uns nicht wirklich erklären. Nämlich, dass dahinter absolut immer mehr Menschen stecken. Hätte die Zahlen auch nicht erklärt. Und jetzt 2014, Sie sehen 7%, 13%, 13%. Das ist schon ein stabiler Trend. Und was haben wir noch als Anwendung gehabt? Also Sie haben hier Radio zeitversetzt, relativ stabil. Und natürlich Streamingdienste, Stichwort Spotify, ist natürlich auch extrem gewachsen.
Auf dieser Grafik möchte ich Ihnen zeigen, weil wenn man mal Erfahrung mit was im Netz hat, das kennt wahrscheinlich jeder, man lädt eine App runter und vergisst sie dann, heißt ja noch lange nicht, dass man das Ganze nutzt. Deswegen schauen wir auch immer, kennst du, wie häufig nutzt du das? Einmal im Monat, einmal in der Woche, täglich. Und wenn wir uns das hier anschauen, wir sehen, dieser Trend der zunehmenden Podcast-Nutzung wird getrieben im Audiobereich, aber auch im Videobereich, das sehen wir gleich, von den jüngeren Menschen. Das ist auch neu, weil als Podcast noch so ein bisschen so 4-5% vor sich hingedümpelt sind, waren es eher so das mittelalte Segment, da hatte man das Gefühl, aha, das sind vornehmlich die Hörer der gehobenen Kulturinformationsprogramme, die hier abrufen, zum Beispiel ein Zeitzeichen oder BR Radiowissen. Und dann gibt's dann halt noch so die Hörer von oder Hörerinnen von 1 Live Hörer, die dann irgendwelche Comedies abrufen dann. Das ist ein neuer Trend, eben getrieben von den jüngeren Menschen. Und wenn wir uns das hier anschauen, ich habe hier nochmal aufgemalt, wie ist denn das mit der täglichen Nutzung? Natürlich sind Podcasts nichts, was man, genau Audio wie Video, was man unbedingt täglich hat, was man ritualisiert wie Radio nutzt, weil Podcast-Nutzung ist vielleicht oder doch bei Ihnen? Vielleicht bei Ihnen schon, Entschuldigung, vielleicht bei den meisten Menschen. Wir haben hier immer noch ein Gap dann zwischen wöchentlich und täglich. Viele Menschen dann nutzen Podcasts, ist an bestimmte Gelegenheiten gebunden, beim Joggen, im Fitnessstudio, wenn sie im Zug sind oder auf dem Weg zur Arbeit. Dann. Und deswegen haben wir hier dann doch einen ziemlichen Gap zwischen gelegentlich, zwischen der wöchentlichen Nutzung und der tägliche Nutzung, der schließt sich aber. Sie haben gesehen, wir hatten 4% wöchentlich, bei den jungen Leuten 8%, also 1:4. Das war schon mal größer gewesen. Vielleicht, wenn ich in 2-3 Jahren bei Ihnen vortragen kann, erzähle ich vielleicht, es ist so wie ritualisiert wie Radio hören inzwischen. Ja, Videodateien, Video, haben Sie gesehen, spätestens in dem Moment 2005, 2006, als die Videoportale YouTube aufkamen, haben Videos im Netz Audios überholt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, da ist natürlich die Videoportale sind die Hauptanlaufstelle im Netz. Dann wir freuen uns natürlich, dass auch die Mediatheken so gut Fernsehsendungen zeitversetzt so gut ankommen. Hier sehen Sie mit 41%. Aber für uns jetzt in dem Kreis am wichtigsten, 20% der deutschen Onliner haben Videopodcasts schon mal genutzt. Und das ist ein unglaublich starker Wert, wenn Sie sich anschauen, 2010 3%, 4%, 7%, 10%, 15%, 20%. Das ist wirklich gigantisch. Wir haben letztes Jahr noch an Messfehler gedacht, aber ich glaube, das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, hier die Mediatheken noch, um es nachzulegen, und Streamingdienste Netflix. Gut, hier die tägliche Nutzung von Videopodcasts. Und wenn Sie sich hier anschauen, 8%. Und hier haben wir schon, gerade bei den jungen Leuten, hier haben wir dann schon eine zunehmend habitualisierte Nutzung. Klar, ich nutze dann meinen Videopodcast auf dem Weg zur Arbeit, in den öffentlichen Verkehr und ähnlich wie wenn ich auf ein Videoportal gehe dann. Was für uns immer spannend ist, wie kommen die Menschen eigentlich an die Podcasts? Wie ist es, darf ich mal fragen, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie abonniert oder machen Sie einen Einzelabruf oder sowohl als auch? Abo, die meisten. So ist es auch bei mir. Und uns erstaunt es sehr, wenn wir uns diese Zahlen angucken, dass viele Menschen, viele Podcaster
egal ob das Video ist oder Audio, relativ wenig abonnieren und auf den Einzelabruf gehen. Das ist ja eigentlich sehr kompliziert. Und Sie sehen auch, da kann man auch nicht sagen, hier in Klammern die Werte im Vergleich zum letzten Jahr. Man kann ja jetzt auch nicht sagen, da ist ein Trend jetzt zum Abo. Könnte man fast genauso sagen, da ist ein Trend zum Nicht-Abo. Ich finde es erstaunlich. Bei den jungen Leuten ist es nicht wesentlich anders. Stärker natürlich Abonnements, aber nicht Abo, Einzelabruf, hier auch noch die stärkste Anwendung. Wir haben die Frage dieses Jahr auch gestellt, weil wir haben vor 2 Jahren mal eine Frage für den BR gestellt, so im Zusammenhang mit unserem Podcast. Ich meine, 2 Jahre sind Welten, aber ich zeige es Ihnen trotzdem. Und da hatten wir gedacht, das ist ja, eigentlich kann es doch gar nicht sein, 81% Einzelabruf, 14% Abonnements bei Audio-Podcasts. Sie sehen vorhin, das ist jetzt weniger geworden. Sind es vielleicht unsere älteren Nutzer oder was ist das? Hier auch bei Videoabruf, also hier auch die Mehrzahl zum Einzelabruf. Aber was hier spannend ist, und deswegen habe ich Ihnen die Grafik nochmal gezeigt, was uns fast noch mehr gewundert hat, die Leute hören diese Audio-Podcasts auch oder sehen die Videopodcasts an, weil wir hatten auch oft die Vorstellung gehabt, naja, da kommt da unheimlich viel, dann wird runtergeladen, aber man hat ja gar nicht die Zeit zum Hören. Aber wenn Sie sich anschauen, dass 72% im Einzelabruf, das ist irgendwie logisch, ich mache mir die Mühe, einen einzelnen Podcast runterzuladen, dass es angehört wird, aber immerhin die Hälfte hören auch die Podcasts, die sie im Abonnement haben. Und das fanden wir schon beeindruckend. Und bei den Videos ist es auch nicht viel anders. Gut, uns hat hier noch interessiert, wo werden die Podcasts runtergeladen? Das ist natürlich sehr beruhigend. Dann, wenn wir da sehen, auf den Anbieterseiten, wir bieten vieles an. Dann, wir haben im Moment gerade eine Befragung laufen, deswegen kann ich Ihnen keine neueren Werte geben und hoffen, dass es ähnlich aussieht. Gut, ich komme jetzt zurück. Ganz zum Schluss meines Vortrags möchte ich jetzt noch mit Ihnen kurz durchgehen. Was macht der BR? Ich hatte ihr vorhin erzählt, vor 9 Jahren 10 Millionen Abrufe, jetzt ungefähr 20 Mal so viele. Wir haben, Sie sehen hier auch diese kontinuierlichen Steigerungen dann, die wir gehabt haben. Und wenn wir uns hier anschauen, die Balken, die Abrufe der Files, die Linie, die Anzahl der Files. Man sieht, wir stellen nicht wesentlich mehr ein, aber es ist in etwa auch über die Jahre, man sieht über die 1,5 Jahre, man sieht da schon eine leichte Steigerung, die nicht unbedingt damit zu tun hat, stellen wir jetzt noch mehr ein und noch mehr Abrufe, nämlich hier gilt es wie in allen anderen Medienangeboten auch, nur das, was gut ist, wird abgerufen und Masse macht es da nicht immer dann. Aber ich meine, das ist eine Binse und das wissen Sie natürlich. Ich wollte jetzt mit Ihnen die einzelnen Podcasts mal anschauen, die wir so anbieten und mit was wir erfolgreich sind. Wir stellen im September haben wir 208 Feeds zur Verfügung gestellt mit 18,5 Millionen Downloads. Und was uns immer begeistert bei diesen Podcasts ist, dass es gar nicht diese in Anführungszeichen massenattraktiven Angebote sind, die Downloads ziehen, sondern eigentlich das, was aus Programmen kommt, die zwischen 3, 4, 5% Reichweite haben. Und das ist natürlich toll, dass man mit Podcasts dann nicht nur auf sein Sendegebiet oder seine Sendezeit beschränkt ist, sondern aus der ganzen Welt und zeitunabhängig Menschen für Wissenssendungen, für Gesprächssendungen, für Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung begeistern kann. Das gilt besonders für den Audiobereich. Und das würde ich Ihnen gerne mal
zeige ich Ihnen gleich. Hier sind die einzelnen Files dann, die in unserer Hitliste sind. Da ist natürlich unsere Daily Soap, der Home is the Home, ganz oben, Action und Lieben. Aber Sie sehen auf Platz 4 dann auch schon einen Beitrag von Radiowissen oder von Quer, einem zeitkritischen, gesellschaftskritischen Magazin, und sehr viel von Radiowissen. Schauen wir mal die Audiobeiträge an, da wird das Ganze noch deutlicher, was im Audiobereich besonders sieht. Und das finde ich ganz interessant. Im Audiobereich sind es nicht die Comedies, die Unterhaltung, die erzählten, das Fiktionale, ganz im Gegensatz zum Videobereich. Wenn man das hier anschaut, dann sieht man, mit Videos sind es halt doch vor allen Dingen die fiktionalen Sendungen, also das, was im Fernsehen gut läuft, wie unsere DIT-Serie, sehen Sie dann, oder Quer, finden wir auch bei den Podcasts wieder. Im Audiobereich, ich gehe nochmal zurück, da sehen Sie, haben wir diese unbedingte Linearität nicht. Und ich glaube, ich bin jetzt fast fertig. Ich wollte Ihnen jetzt noch zeigen, wenn die VB, habe ich noch so viel Zeit? Weil ich könnte jetzt, ich würde Ihnen gerne zeigen, wie wir unseren Kollegen jeden Tag die Podcasts zur Verfügung stellen. Also wir versuchen hier zeitaktuell, also tagesaktuell, die Podcasts zur Verfügung zu stellen, dass man immer auch sieht, was lief gestern gut. Wir machen Monatsberichte natürlich, wo man dann ablesen kann, die brauchen wir nicht zu öffnen. Und spannender ist natürlich der tagesaktuelle Bericht, dass man schauen kann, wie welche Feeds waren oben oder welche Audiotitel oder Videotitel haben am 12. Oktober besonders gut gepunktet. Wenn Sie sagen tagesaktuell, stimmt ja nicht. Das macht immer eine Schleife über einen Anbieter und kommt dann an uns zurück. Deswegen sind wir hier immer 2 Tage in Verzögerung. Aber Sie sehen auch hier tagesaktuell Radio Wissen und bei Video, den Video-Livestreams, dann die gleiche Rangfolge. Und damit bin ich eigentlich schon fertig und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, von uns vielen Dank für die spannenden Zahlen. Und ich würde damit dann auch gleich ins Publikum geben. Ich sehe hier schon den ersten. Erstmal danke für die ganzen spannenden Zahlen. Zum Verständnis, Sie hatten unterschieden zwischen Podcast und Radio verzögert. Für mich ist das oft auch so ein fließender Übergang. Zwei Fragen. Also erstens, wie unterscheiden Sie das? Und zweitens, wurde am Anfang dieser Befragung sozusagen eine Definition, was damit gemeint ist, auch sozusagen den Befragten mit auf den Weg gegeben? Sie haben jetzt mit großer Zielgenauigkeit in den wunden Punkt der ADZDF-Online-Studie getroffen. Sie haben völlig recht. Ich wundere mich überhaupt noch bei der ADZDF-Online-Studie, dass da Zahlen rauskommen, mit denen man arbeiten kann, die auch eine Plausibilität hat, weil es wird in den letzten 20 Jahren immer komplexer, den Menschen zu erklären, was meinen wir überhaupt allein mit den ganzen Gadgets. Wir streiten uns jedes Jahr dann darüber, ist Radio zeitversetzt und Podcast, ist es nicht das Gleiche dann, weil viele Podcasts kommen ja von Radiosendern, haben uns aber entschieden, da halt auch viele Podcasts nicht von Radiosendern kommen, beziehungsweise Radiosendungen auch zeitversetzt auf dem Computer angehört werden können, ohne dass es jetzt sich um Podcasts handelt, dass wir die getrennte Abfrage machen. Nichtsdestotrotz, wir machen jedes Mal auch eine Sonderauswertung, wo wir dann die Nettowerte angucken. Und
schauen, wer macht das eine, wer macht das andere, wie viel sind es die gleichen, dann hätten wir eigentlich für das, was Sie jetzt gesagt haben, hätten wir vielleicht 1-2 Prozentpunkte mehr. Es ist sehr stark deckungsgleich, aber aus dem Grund, weil nicht alle Podcasts Radio sind und nicht alle alles, was zeitversetzt gehört wird, ein Podcast ist, treiben wir es immer ab. Aber es ist extrem schwer, jedes Jahr das so zu formulieren, dass die Leute es auch verstehen. Haben Sie völlig recht. Ja, ich wollte auch noch mal ein paar Methoden genauer verstehen. Erst einmal hatten Sie da eine Statistik zur Zeitverteilung oder Nutzung, wie viel Zeit man auf das Hören bestimmter Inhalte verwendet. Da würde ich mich doch mal sehr dafür interessieren, wie ist diese Zahl gemeint? Also wenn da steht, 85% hören UKW, heißt das 85% der Leute hören mehr UKW als irgendwas anderes? Oder sie verbringen 85% des Tages mit dem Hören von UKW? Also was heißt diese Prozentzahl? Frage. Ja, das war ein Chart, das habe ich geklaut aus dem Internet, US-Untersuchung, aber ich denke, die haben es ähnlich gemacht. Sie hatten auch gesagt, sie hätten da, also sie haben es ja auch mit einer wir Zahl haben's von auch Ihnen selber verglichen, gemacht. Genau, deswegen müssen wir die haben auch eine das auch haben. Deswegen zur Methode kann ich was sagen dann. Ich habe mein eigenes aus der ADZF-Online-Studie nicht genommen, weil dann Podcast wäre da weniger als 1% der gesamten Hörfunkzeit gewesen und da fand ich das irgendwie aufbauender. Aber wie messen wir das Ganze? Wir rekonstruieren mit dem Befragten seinen Tagesablauf, wann er gehört hat, fragen dann immer dann, also so wie bei der Media-Analyse, wenn man es kennt, was hast du zwischen 6 und 6.15, hast du irgendwas gehört, was hast du gehört, was war das, über welches Gerät hast du das gehört? Und da wird dann sehr genau abgebildet, dann die Hörzeit über den Tag, dann hat man dann die totale Hördauer und dann schaut man dann verteilt, auf welche Geräte ging das und auf welche Arten von Medien ging das. Also ich nehme an, die Amerikaner haben es genauso gemacht. Aber 100, also was Prozent, also was ist die 100? 100 ist die Hörzeit. Ja, aber was wäre, wenn ich jetzt 100% irgendwas höre, wie viele Stunden am Tag verbringe ich dann? Also 100% der Zeit, die ich überhaupt mit einem Medium verbracht habe, habe ich dann mit einem bestimmten Medium verbracht? Angenommen, Sie hören, Sie haben eine Hörzeit von 250 Minuten am Tag, das wird 100 gesetzt. Okay, aber die Leute haben ja dann unterschiedliche Hörzeiten. Genau, deswegen wird das ja auch abgebildet, dass man sagt, wann bist du aufgestanden? Sie sind um 7 aufgestanden, dann habe ich was gehört, Radiowecker hat geklingelt, da habe ich das Programm gehört, das war bis dann und dann. Dann habe ich Podcast gehört und also es wird auf Viertelstundenbasis sehr dezidiert abgebildet. Was hat man gehört? Über welche Geräte hat man das gehört und in welchen Situationen? Und dann weiß ich insgesamt, wie lange war die Hörzeit insgesamt und auf welche Arten von Geräten oder welche Arten von Anwendung, Inhalte ist es entfallen. Das ist, Sie können jetzt sagen, ach, das ist aber sehr altmodisch, es gibt im Moment keine besseren Möglichkeiten. Wir haben alle mal von der Radio Watch oder der Audio Watch geträumt, die das alles erfasst, aber dann brauchen Sie irgendwo auch einen Server, auf der alle Audios der Welt abgebildet sind, um das abzugleichen. Das war vor 15 Jahren leichter, da brauchte man bloß die Radioprogramme. Deswegen fürchte ich, dass es über kurz oder lang um diese komplizierte Befragung, dass es da keine anderen Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob Sie da die richtige Ansprechpartnerin sind, aber mich würde interessieren, ob der BR quasi Strategien hat, um die Menschen 50, 60 plus mehr auf diese Online-Audio-Nutzung zu bringen. Ein was? Auf die Online-Audio-Nutzung hinzuführen, also um das attraktiver für die Menschen 50 plus zu machen. Also ich glaube, dass wir da schon gut unterwegs sind, weil wir versuchen kontinuierlich unser
Download-Center zu verbessern, unsere Mediatheken zu verbessern und gerade die Angebote, die wir haben, sprechen ja gerade also es ist eher unser Problem, dass wir zu wenig die jungen Leute ansprechen, aber gerade mit Radio Wissen oder IQ oder unseren Dailies, dann sprechen wir eher die Älteren, und Älteren meine ich in dem Fall 40 plus an, als die Menschen unter 30. Ich habe noch eine Frage, und zwar habt ihr bei eurem Angebot irgendwie Geoblocking oder sowas aktiviert, oder kann man das wirklich weltweit abrufen? Soweit ich weiß, haben wir bei Radio kein Geoblogging aktiviert. Es ist gerade der Markus Schuler rausgegangen, der wüsste es noch besser als ich. Ich meine, bei Fußball- oder Filmangeboten selbstverständlich, weil wir oft die Rechte nur haben für Deutschland dann. Aber unsere Podcasts im Allgemeinen, was wir selber produzieren, dann ist weltweit abrufbar. Wir merken auch, vielleicht wenn Sie das interessiert, weil wir können ja auch, wir haben vielleicht, wenn Sie heute Mittag im Intranet, ins BR-Intranet kommen, da gibt's von uns ein Dashboard, da kann man auch schauen, wo kommen die Leute her. Je nach Angebot sind bis zu 25% der Menschen kommen nicht aus Bayern oder nicht aus Deutschland. Das ist gerade bei unserem BR-Klassik-Angebot so. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt die Daten, die Rohdatenergebnisse hier vorgestellt, dann gibt's ja Interpretation dieser Daten, und die Frage ist, wie wird das interpretiert und welche Bedeutung hat das, was Sie in Ihrer Abteilung hier herausfinden, dann letztlich im Konzern ARD, ZDF? Was wird daraus abgeleitet? Hängt immer gerade bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk von den Menschen ab. Unsere Programmmacher haben sich in den letzten Jahren so professionalisiert, dass sie die Empirie zumindest als Vorschlag annehmen. Es ist nicht so, und das ist vielleicht auch gut so, dass man sagt, du hast jetzt da überhaupt keine Abrufe, wir schmeißen dich jetzt raus. Ich würde es mir manchmal wünschen, ehrlich gesagt. Sie haben gesehen, wir haben 30.000 Files zum Abruf bereit, 210 Feeds. Und da sind vielleicht, manche sind jetzt da nicht so unbedingt der Knaller. Also die haben dann weniger als 3 Abrufe pro Tag. Vielleicht der Redakteur, der guckt, ist das Ding überhaupt noch online geschaltet. Und ich glaube, dass man manchmal... wäre das gut, wenn man solche Zahlen auch benutzt, um zu priorisieren und sagt, wir machen weniger, aber das dann noch besser. So, time is mostly up. Kann ich noch eine hier? Eine allerletzte Frage, wahrscheinlich auch schwierig zu beantworten, aber ich probiere es trotzdem mal. Diese Abrufe, also Downloads von, haben Sie da eine Definition davon, was das ist? Also wie wird die normalisiert? Es gibt ja auch so Redownloads, es gibt irgendwie wiederholte Aufrufe, also man reduziert sowas ja normalerweise in den Statistiken. Gibt es da einen Standard, nach dem das bewertet wird, der sich mit anderen Zahlen irgendwie vergleichen lässt? Weil ich habe schon mal so mir verschiedene Methoden angeschaut und die könnten teilweise nicht weiter auseinander liegen. Ich bin jetzt kein Techniker, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich Ihnen die Frage gut hinreichend beantworten kann. Wir haben ein standardisiertes Verfahren. Wir sagen auch, ein Abruf ist erst ab einer bestimmten Zeit. Wir wissen natürlich nicht, wer steckt da eigentlich dahinter, der oder die unsere Files von Server runterlegt. Sind es jetzt Robots? Zu welchem Anteil sind das dann? Das müsste man sich mal anschauen. Man müsste sich auch anschauen, woher kommen überhaupt die Leute. Das ist unser nächstes Projekt, dass wir so eine Referrer-Auswertung machen. Und wir haben ein halbes Jahr diskutiert und geschaut, wie gehen wir eigentlich mit technischen Abbrüchen um, weil das wissen Sie ja auch, und vielleicht zielt darauf auch Ihre Frage hin, dass viele Podcasts werden runtergeladen, es wird abgebrochen, der Inhalt wird gebuffert, gerade bei Videos dann, und dann wird weiter abgerufen, da hat man eigentlich einen technischen Abbruch.
dann eigentlich 3-4 Abrufe. Oder aber auch mal 10-20, das halt. Ja. Und wir haben dann überlegt, alle technischen Abbrüche tun wir raus, schmeißen. Das hätte auch eine ganz andere Reihenfolge gehabt. Das hätte auch die Zahl der Abrufe deutlich verringert. Dann haben wir aber festgestellt, als wir es angeguckt haben, gerade bei Videos, die Leute brechen ab, wenn der Abspann kommt. Und das ist genauso ein technischer Abbruch, wie wenn etwas nicht ankommt. Und das ist ja unfair. Und deswegen haben wir gesagt, okay, nehmen wir es halt insgesamt. Fände ich auf jeden Fall mal interessant, wenn man da mal in die Diskussion kommt, das verallgemeinern, wenn die Zahlen so stimmen, wie ich sie da rausgelesen habe, hätte ich das Gefühl, müsste man über bestimmte Podcasts unglaublich viel gehört haben in den letzten Jahren. Und da sehe ich noch eine kleine Diskrepanz. Ja. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank. So.